Ich in das Dingsbiom rein. Ins Todesbiom. Einer der Händler hat 1 Million Banken zu bekommen. Ja gut, das ist irgendwann nicht mehr das Problem, ne? Wenn du genug Ressourcen hast, baust du dir 10 Stück davon hin. Easy going. Gold hatte ich allerdings nur. Die bringen mir schon ein bisschen was hier. Immer wieder eine Münze. Ist immerhin ein bisschen was. Oder? Ein bisschen mehr als eine Münze? Ja, eine Münze nur leider. Na gut. Na, ich habe mir die ganze Händler noch nicht durchgelesen. So neugierig war ich noch nicht gewesen. Ich lasse mich überraschen. Ach, ist das schön mit so viel Licht am Abend. 10.000 brauche ich auch noch für sie. Hm. Kling, schon wieder ins Markt. Könnte man verkaufen. Könnte man. 2,5 Minuten, bis das wieder auffüllt. Ah, die sterben schnell. Schon wieder der Typ. Sternfragment, leeren Portal, legendäres Juwel. Alter, was der für Zeug gibt. Du hast noch eins gegeben, ich weiß, aber ich weiß nicht, wofür ausgeben. Ich habe mal eine Frage gestellt, aber die hat mir keiner beantwortet. Ob die gesperrten Slots. Hm. Okay, machen wir das doch. Windmühlen und Sprinkler. Da haben wir hier. Steinige um 40% mehr Mineralien und lässt einen verbündeten Begleiter erscheinen. Oh, ein Haustier. Cool. Das heißt, wir sparen mal auf das Haustier. Die Frage ist, wo ist das Zeug, was ich gerade freigeschaltet habe? Höchst unwahrscheinlich hier, oder? Doch, da. Bewässert automatisch nahe Feldfrüchte. Hm, okay. Bisher habe ich noch nicht keine Saat gemacht. Gut, beides eher weniger interessant für mich gerade. Aber immerhin den Begleiter können wir dann forcieren. Lässt einen zufälligen Begleiter erscheinen. Interessant. Vielleicht sammelt er alles automatisch auf. Wäre natürlich schön. Kann der Sklave für mich sein? Livestream bitte öfter, Forager. Ja, bis es durch habe wieder, ne? Gut, das nächste Land, was wir kaufen. Kann ich ja nicht hier, kann ich das kaufen? Für 350. Da ist er, der Baum. Da ist der erste, der mir eine Quest gibt. Der erste? Nee, sie hat, der andere hat mir auch schon eine Quest gegeben. Und hier können wir uns entsprechend umziehen in dem Baum. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Die natürlichen Ressourcen werden vom kleinen Depp mit Spitzhacken ausgebeutet. Ich brauche 2 Glühwürmchen, damit ich sie beschützen kann. Na ja, die erste. Danke für die Kreaturen. Diese Magie-Schriftrollen schenke ich dir als Belohnung. Hui! Und eine neue Quest. Schriftrolle des Druiden gibt wahnsinnig. Sollte man nicht einfach so benutzen. Ja. Das pflanzt alles um dich herum mit Bäumen zu, wenn der Effekt immer noch da ist wie der alte. Ich fürchte, dass die natürlichen Ressourcen immer noch ungezügelt abgebaut werden. Hi Demon, ach ja, hast du Hüte. Bringst du mir wieder ein paar Baumsetzlinge, damit ich den Wald beschützen kann? Pff, krieg ich die denn her? Muss ich in der Windmühle machen, mal. Dum, dum. Höchstwahrscheinlich. Da geht ein kleines Skelett ab. Der will meine Dings kaputt machen, meinen Markt. Spann dich, Alter. Der ist einfach in der Erde verschwunden. Was ein Cheater. Hm, hm. Ja, in der Windmühle. Hm. Und dann bauen wir noch mal eine Windmühle, würde ich sagen.
Und währenddessen kriegen wir immer wieder Münzen. Immer und immer wieder. So, bauen wir hier mal ein bisschen was hin. Das sieht so leer aus hier. Die Frage ist, was brauche ich dafür? Ziegel, 22 Stück. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Kohle wahrscheinlich. Na, dann bau mal. Was haben die denn? Was haben der denn für Störungen? Autismus oder was? Wer? Baut auch noch mehr Banken. Ist ein bisschen teuer, oder? Stahl und Goldbarren. Ne, so viele brauche ich davon nicht. Die sind ein wenig teuer. 181 Münzen schon. Oh, nicht verkehrt. Schon mal ganz ordentlich. So, ich habe ja da unten jetzt das Ding gebaut. Das heißt, wir können mal ganz kurz die Halle abernten. Weil die mich stören, dass die so fail stehen. Wow, Double Jump. So, ich gehe nämlich die Ressourcen alle wieder. Oder fast alle, ich weiß gar nicht genau. So. Die bauen wir dann mal irgendwo hin, wo ich viel, viel leichter das abgrasen kann. Ich weiß aber nicht wo. Vielleicht hier links und rechts? Das sieht nicht verkehrt aus. Ich stehe im Weg, ey. Ich baue 20 Gebäude. Okay. 8 Reusen, das ist erstmal okay. So viel hatte ich, glaube ich, auch gerade nur gehabt. Ich habe aber keine Bären mehr. So, dann bauen wir die Windmühle. Man kann mit einer Flasche Drehmung melken, gibt ein Achievement. Da muss ich wahrscheinlich alles machen. Wieder mal. Aber das kann ich später noch machen. Das ist gerade nicht so wichtig. Das hätte gerne Holz mehr. Jetzt habe ich kein Holz mehr. So, was haben wir hier? Ein Lava-Aal, ein violettes Pigment und ein Obsidian. Oh, Obsidian ist aber günstig geworden. Aber war es immer so günstig? Ich weiß nicht, wofür ich es brauche. Ich würde höchstens einen Droiden kaufen. Der wäre von Interesse. Der würde mein Interesse wecken. Am besten bevor den Remo macht er nicht kaputt. Der Remo ist unzerstörbar. Das Einzige, was das Problem war, waren die Pilze und die sind jetzt weg. Huch, sorry. Das war ein Reflex. Stimmt, ich habe auch noch die Foto vom Druiden. Sehr intelligent. Ich wäre fast gestorben. Eisenerz, lecker. Lecker, lecker, so viel Eisenerz. Nochmal Eisenerz, nice. Ja, wenn man mal die Schriftrolle vom Druiden casten, Leute. Seid ihr bereit? Und der schon wieder. Einen großen Schädel, den brauchte ich ein paar. Oh, zeichne mir 1000 Gold dafür. Wäre natürlich nice, wenn ich jetzt genügend Gold hätte. Hui! Wie schöner wäre natürlich, wenn ich einen Dings hätte. Einen Laser, der das jetzt kaputt machen würde. Wir schlagen uns mal eine Schneise hier rein, damit wir mal durchkommen. Ja, das ist die Schriftrolle des Druiden. Mein Hühnchen! Sieht leider sehr unsauber aus jetzt. Ich weiß noch, das letzte Mal, dass du den Lava-Ei brauchtest. Ja, da wusste ich aber nicht, wo ich ihn herkriege. Ne? Das war das Problem gewesen. So, was willst du von mir haben für die Setzlinge? Zitronen. Und dafür muss ich mehr Bäumchen abhacken. Stufe 23! Holen wir uns einen Begleiter. Ein Tier. Hier.
Lässt einen verbündeten Begleiter erscheinen. What is that? Was haben wir hier unten? Alle Steine enthalten Kohle. Ah, ist natürlich auch geil. Oh, sorry, ich habe deine Familie getötet. Ach, guck mal, ich krieg so viele Baumsenkungen. Huch! Ich glaube, guck mal, wenn ich E drücke und der klein ist, dann bleibt er stehen, wa? Kann das sein? Ja. Und wenn er groß ist, dann folgt er mir. Aber was machst du? Gut, ich habe ein paar... guck mal, ich kann es noch abbrechen. Das ist so gut. Danke sehr. Mehl. Mach mal ein bisschen Mehl. Kannst du angreifen? Aua. Wollte ich jetzt nicht riskieren. Kann man die Rolle bitte wieder entfernen? Nicht, dass ich die aus Versehen verwende. Das wäre voll uncool. Damals konnte es nicht kaufen. Kaufen? Den Lava-Eimer jetzt oder was? Alter, wie viele Monster jetzt einmal sind. Aber was machst du? Du bist voll nutzlos. Na gut, dass ich den nicht hatte, bevor ich Familie Rupp getötet habe. Ich glaube, der wäre sonst desertiert. Meine Bank kaputt, Mann, die Schweine. So, erst einmal Baum 17. Vielen lieben Dank. Du hast den Wald von den Typen mit den Spitzhacken gerettet. Ah, geil. Viele Münzen. Hallo Freund, der will, glaube ich, ein Drachenei haben. Ich habe eine letzte Quest für dich. Die nur ein Drachenei, bla bla bla. Das kriegt man irgendwo um. Ach nee, das kann man auch finden, ne? Irgendwo im Sand, glaube ich. Das habe ich auch letztens erst ziemlich spät. Nein, die verschwindet tatsächlich tagsüber. Ziemlich später abgeschlossen, die Quest. Gegen den Kapitalismus. Die Rübe sammelt Items, und es sah bisher nicht so aus. So, wir gehen mal hier rein, da kann man sich nämlich umziehen. Könnten wir jetzt umziehen. Hasenohren, Astronaut, blutige Augen, Spross, Waschbär, Fedora, Cthulhu. Nur ein Terrarier-Schleim. Fisch. Einfach Rucksack, kleiner Rucksack, schicker Rucksack, kein Rucksack. Das ist wirklich alles nur optisch. Yay! Und mehr ist hier halt nicht, ne? Man kann sich nur umsehen. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass sie Items sammelt, aber wir können es auch probieren. Ah, doch, hat sie tatsächlich. Sehr gut, dann muss ich sie nicht mehr sammeln. Da hat sie wahrscheinlich erstmal einen kleinen Klaps gebraucht. Das ist praktisch. Ein Sklaven. Ich habe Familie Rupp getötet und die Rübe versklavt, aber dann sammelt sie nicht ein. So muss das sein. Uff. Ich habe am Markt angegriffen. Leder immer noch. Dann melken wir mal die Tiere. Ich möchte deren Leder haben. Komm rüber, sammle Items. Kann ich die austauschen und irgendwas Interessanteres? Gehen eine Drachen oder so? Ich will keine Rübe als Begleittier haben. Dann kann ich sie mit Rüben füttern. Muss ich mit dir irgendwas machen können oder nicht? Gekochtes Fleisch, gekochter Fisch. Es waren 74 Münzen, wir nehmen die mal mit. Damit wir uns jetzt ein neues Areal kaufen können. Wie gesagt, eigentlich möchte ich mal Richtung links laufen. Huch. Oh, ich will immer rechts liegen machen. 1000, okay, dann 1200 für da oben. Dann kann ich, glaube ich, ein paar Mineralien, ein paar Dings verkaufen, ein paar Edelsteinchen.
drei Attacks sind so schön. So, ein bisschen Platz hier. Damit wir gleich da durchrennen können. Wollte ich aber eigentlich auch so Richtung Laser laufen, aber naja, gut. Das dauert auch ein bisschen, ne? Irgendwie habe ich den schon gar nicht mehr im Blick, den Laser. Fünf Münzen. Oh, schon wieder alle Reusen voll. Ah, ist doch schon wesentlich entspannter, das so einzusammeln. Statt immer wieder rumlaufen zu müssen. Den Laser brauchst du gar nicht. Eigentlich stimmt das, ne? Eigentlich brauche ich in der Zeit gar nicht. Aber später natürlich, wenn du viel mehr Inseln hast, dann kommst du einfach nicht mehr hinterher, das ganze Zeug abzubauen. Und es ist natürlich entspannter, ne? Wenn du einfach nichts machen musst, ne? Oder wenn du nichts abbauen musst. Fühlt sich einfach viel entspannter an. Achso, ich wollte. Ich wollte dies und das tun und jenes und Leder, drei Leder brauche ich noch. Faden. Weiß gar nicht, wie viel ich da brauche. Das Huhn gibt mir viel Eier, rennt ständig in mein Dings rein. Eigentlich will ich immer ein paar Eier nehmen. Königliche Mauer. Bärensamen und Blutwut-Cocktail. Nein, craften wir uns später. So, was brauche ich hier noch? Mittler Rucksack. Wobei, hier brauche ich eigentlich gerade gar nicht mehr, ne? Habe ich genug Platz? Man könnte. Zwei Leder. Ach, ich brauche noch ein Fell. Ein Fell brauche ich noch. Wobei man gerade tatsächlich auch keinen Rucksack braucht. Also ein Dings wäre schon schön. Du hast einen Arsch auf. So ein Dings wäre schon echt schön, so ein Laser. Naja. Kann ich mal ein paar verkaufen davon? Ich keinen Platz frei. Bevor wir verkaufen, geben wir mal ganz kurz ein bisschen Zeug ab. Später haben wir bessere Sachen zu tun, mit zum Beispiel Graben. Das ist richtig. Nö, ich habe Kakteenfrüchte, die ich abgeben kann. Ich kann ein paar Beeren abgeben. Wo sind die Beeren? Er sagt, ich habe Beeren, aber ich habe die nicht hier. Sind wahrscheinlich in der Kiste, oder? Oh ja, das kann ich abgeben. Blümelein sind wahrscheinlich auch in der Klinik drin. Hier kann ich noch ein paar Fasern abgeben. Ein paar Eierchen. Pepperonis, Weizen und Rüben. Das kann man später alles machen, wenn man es nicht mehr braucht. Rübe, Gelee, kann man wegmachen, Knochen weg damit. Schrift aus Rüben brauche ich gerade nicht. Baumsitzlinge jeweils, okay. Das Holz will ich ungern verkaufen. Blumen kann man weg. Jetzt habe ich 1320 Gold. Immerhin schon mal was. Na komm her. 1200 habe ich gebraucht, war für hier. Bling! Oh, ah ja, das Rätsel schon wieder. Habe ich keine Ahnung mehr, wie man das gemacht hatte. Na komm her. Da haben wir auf jeden Fall Nachtschatten. Das brauche ich. Ach ja, hier kommen Skelette raus, wenn ich das nicht kaputt machen würde. Aus den Dingern.
Okay, ich hab, glaube ich, das auf mal. Ich hab das von meinem Block weggeworfen, mal kann das sein? Ja, ich habe ja riesig viele Notizen. Okay, wartet. Naja, das ist leider alles leer zwischendurch. Interessant, was ist das? Oh, eine Planung meiner Küche.